Herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Doku über die Hunloi-Bahn. Hier erfahrt ihr während der Zugmitfahrt viel Interessantes über die Strecke sowie die durchfahrenen Orte. Der erste Teil über die Geschichte sowie den Zugverkehr ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wir beginnen unsere Fahrt im Hauptbahnhof der Großstadt Heilbronn. Die Einwohner der mehr als 120.000 Einwohner zählenden Stadt sehen sich aber trotz der Lage der Stadt im ehemaligen Württemberg nicht als Schwaben, sondern als Franken. Auf einer Neckarinsel liegt der Hauptbahnhof von Heilbronn, der Ausgangspunkt für unsere Fahrt ist. Weiteres zur Stadt Heilbronn sowie zum Hauptbahnhof erfahrt ihr in einer separaten Dokumentation. Zugverkehr von hier aus Richtung Crailsheim hält sich aber vom zweistündigen Regionalexpress abgesehen stark in Grenzen. Alle Züge der S4, die auf dem Abschnitt bis Öhringen den größten Teil des Zugverkehrs darstellen, befahren zwischen Heilbronn Hauptbahnhof und Heilbronn Pfühlpark, nämlich eine Stadtbahnstrecke quer durch die Innenstadt von Heilbronn. Diese Zweigtrasse aus Richtung Eppingen kommt noch vor dem Heilbronner Hauptbahnhof aus den DB-Gleisen aus. Züge der S4 müssen hier das gesamte Gleisvorfeld des Hauptbahnhofes überqueren, um von der Kraichgaubahn zur Innenstadtstrecke zu gelangen. Diese führt im weiteren Verlauf über einen Neckararm und vorbei an der Kilianskirche sowie dem Rathaus. Bis an der Harmonie die Strecke der neuen Straßenbahnlinien S41 und 42 Richtung Neckarsulm abzweigt. Fährt aber weiter Richtung Osten, bis die Strecke zwischen den Haltestellen Pfühlpark und Trappensee wieder in die Hohenlohebahn einmündet. Wir springen aber noch einmal zurück zum Heilbronner Hauptbahnhof. Dort besteht Anschluss an die Regionalbahnen von Stuttgart, Osterburken sowie an die Regionalexpresszüge von Stuttgart, Würzburg und Mannheim über Sinsheim oder Mosbach-Neckarelz. S28 von Crailsheim kommt in Heilbronn meistens zur Minute 51 an Gleis 1 an.
dort fährt unser Zug nach einem kurzen Aufenthalt meistens 5 Minuten nach der ungeraden Stunde wieder ab. Auf dem letzten Abschnitt bis zur Einmündung der Straßenbahnstrecke befindet sich kein Bahnhof mehr. Fahrgäste, das Zugteam der Westfrankenbahn begrüßt den RE. Polo Express auf der Fahrt nach Greizhal, über Öhringen, Waldenburg, Schwäbisch Hall, Schwäbisch Hall-Essental und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt, Weinsberg. Fahren wir die Stadtbahnhaltestelle Heilbronn-Trappensee, welche schon kurz vor dem 891 Meter langen Weinsberger Tunnel liegt. Hier kommt uns nun ein Stadtbahnzug entgegen, der hier warten muss, bis unser Regionalexpress den Abzweig passiert hat. Wir fahren aber mit dem RE weiter, der nach dem Tunnel auch schon Weinsberg erreicht. Kurz davor passieren wir noch den Stadtbahnhalt Weinsberg West. Eine Stadt mit 12.000 Einwohnern, die mit der Bahn etwa 7 Kilometer vom Heilbronner Hauptbahnhof entfernt liegt. Die bekannteste Sehenswürdigkeit ist die Burg Weibertreu, die ihren Namen daher hat, dass sich die Burg im Jahr 1140 ergeben musste, wobei der Sieger der Schlacht die Frauen des Verlierers mit allem, was sie tragen konnten, gehen ließ. Die Frauen trugen daraufhin ihre Männer von der Burg herunter und retteten ihnen dadurch das Leben. Die Stadt Weinsberg hat aber auch andere Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die Johanneskirche, die auf einem Berg neben dem der Burg Weibertreu liegt. Der Bahnhof Weinsberg besitzt einen Mittelbahnsteig. Unser Zug nach Greizhem fährt zur Minute 12 ab, der Gegenzug nach Heilbronn eine Stunde später zur Minute 43. Da hier in Weinsberg die Eilzüge der Linie S4 enden, befindet sich in Richtung Öhringen ein Stumpfgleis, auf das die hier endenden Eilzüge fahren.
Dann wechselt der Lokführer den Führerstand und fährt wieder zurück Richtung Karlsruhe. Steigen wir nun wieder in den Regionalexpress und setzen unsere Fahrt nach Geilsheim fort. Fahren nun die Autobahn A81, nach welcher auch der alte Punkt Weinsberg-Ellhofen Gewerbegebiet, der wie der Name schon sagt, in einem Industriegebiet liegt. Er wird wie die nächsten Halte Ellhofen, Sülzbach, Sülzbach-Schule, Wilsbach, Affaltrach und Eschenau nur von den Stadtbahnen angefahren. Während Ellhofen eine Gemeinde mit etwa 3000 Einwohnern ist, sind Sülzbach, Wilsbach, Affaltrach und Eschenau Teil der Gemeinde Obersulm, die insgesamt etwa 13.000 Einwohner zählt. Wir fahren nun weiter, bis unser Zug an einer außergewöhnlichen Bedarfshaltestelle vorbeifährt. Sie liegt im kleinen Ort Wieslensdorf, der ebenfalls zu Obersulm gehört. Der Bahnsteig ist hier aber so kurz, dass nur aus den ersten beiden Türen des ersten Triebwagens ausgestiegen werden kann. Nach dem nächsten Stadtbahnhalt Schäbach durchfährt unser Zug den Haltepunkt Bretzfeld. Trotz der Tatsache, dass die Gemeinde mehr als 12.000 Einwohner zählt und hier in viele Busse umgestiegen werden kann, halten die außer dem morgendlichen Regionalexpress-Zugpaar von Heilbronn nach Öhring und wieder zurück nur die Züge der S4. Nach dem nächsten Stadtbahnhalt Bitzfeld, das zu Bretzfeld gehört, erreichen wir auch schon Öhringen. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir unsere nächste Station, Öhringen Hauptbahnhof. Unser Zug fährt in Öhringen Hauptbahnhof nach einem kurzen Aufenthalt zum Aus- und Einsteigen weiter nach Kreisheim. Über Neuenstein, Waldenburg, Schwäbisch Hall, Schwäbisch Hall-Essental.
In Öhringen findet zurzeit die Landesgartenschau statt. Reisende zur Landesgartenschau, folgen Sie den Markierungen auf dem Fußweg und Sie erreichen direkt den Eingang der Gartenschau. Wir verabschieden uns von den in Öhringen aus- und umsteigenden Fahrgästen, wünschen Ihnen noch eine angenehme Weiterreise sowie einen schönen Tag. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Westfrankenbahn. Auf Wiedersehen. Wie schon vom freundlichen Zugbegleiter erwähnt, fand im Jahr 2016 in Öhringen die Landesgartenschau statt. Hierzu wurde die Stadt gut hergerichtet. Die Stadt hat heute etwa 23.000 Einwohner und besitzt auch viele historische Gebäude. Vor dem Bahnhof besteht auch Umsteigemöglichkeit in zahlreiche Omnibusse. Der Bahnhof besitzt, obwohl er den Titel Hauptbahnhof trägt, nur drei Bahnsteiggleise. Dabei wird Gleis 1 von den Zügen Richtung Crailsheim sowie den Stadtbahnen benutzt, denn diese enden erst eine Station weiter in Öhringen-Kappel, wo der Fahrdraht endet. Auf ihrer Rückfahrt Richtung Heilbronn nutzen die Stadtbahnen sowie die Regionalexpresszüge Gleis 3. Während Gleis 2 nur von den hier endenden und beginnenden Regionalbahnen nach Schwäbisch Hessendal genutzt wird. Diese verkehren im 2-Stunden-Takt, wodurch mit den REs bis Schwäbisch Hessendal ein Stundentakt besteht, da die Stadtbahnen in Öhringen-Kappel enden. Unser Regionalexpress hat nun seit Heilbronn eine Fahrzeit von etwa 20 Minuten zurückgelegt. Wir fahren aber nun mit der Regionalbahn unserem nächsten Halt Neuenstein entgegen. Sehr geehrte Fahrgäste, das Zugteam der Westfrankenbahn begrüßt Sie in der Regionalbahn auf der Fahrt nach Schwäbisch Hessental. Dann wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Unser Zug hält unterwegs in Neuenstein, Waldenburg, Wackershofen und Schwäbisch Hall. Schon nach kurzer Fahrzeit durchfahren wir auch den besagten Endpunkt der Straßenbahn Öhringen-Kappel. Hier sind auch zwei Abstellgleise, wo die Lokführer den Führerstand wechseln. Begegnet uns ein Regionalexpress in Richtung Heilbronn. Der folgende Streckenabschnitt ist zwar zweigleisig, aber hier pro Richtung und Stunde nur ein Zug fährt, hält sich der Verkehr in Grenzen. Die Landschaft, die die Hohenlohebahn durchquert, ist größtenteils hügelig und wird landwirtschaftlich genutzt.
kurzen Fahrt von nur 6 Minuten erreichen wir dann auch schon den nächsten Halt Neuenstein. Nächste Station, Neuenstein. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Dieser Bahnhof, der betrieblich gesehen nur noch ein Haltepunkt ist, besitzt 2 Bahnsteiggleise an den Streckengleisen. Bevor diese modernen Bahnsteige gebaut wurden, hielten die Züge vor dem Bahnhofsgebäude. Die Reste der alten Bahnsteige sind noch gut zu erkennen. Neuenstein ist eine Stadt mit ca. 6.500 Einwohnern. Das Stadtzentrum und die größte Sehenswürdigkeit, nämlich das Schloss, sind vom Bahnhof aus fußläufig in weniger als 10 Minuten zu erreichen. Alle Züge fahren in Neuenstein jeweils zwischen 21 und 34 nach ab, wobei der Zug Richtung Öhringen immer vor dem Zug Richtung Schwäbisch Hall abfährt. Der Regionalexpress nach Greilsheim fährt beispielsweise zur Minute 34 ab. In diesen steigen wir nun wieder ein und fahren weiter dem nächsten Halt Waldenburg entgegen. Unsere Strecke nimmt nun langsam Kurs in Richtung Südwesten, während die Strecke bisher eher Richtung Nordwesten führte. Der nächste Halt Waldenburg zeigt sich im Vergleich zu Neuenstein in unorganisiertem Zustand. Hier zweigte die 1995 stillgelegte Nebenbahn über Künzelsau nach Feuchtenberg ab. Das Bahnhofsgebäude des auf dieser Strecke gelegenen Bahnhofes Kupferzell werden wir gleich noch sehen. Die eigentliche Stadt Waldenburg befindet sich aber etwa 3 Kilometer vom Bahnhof entfernt auf einem Hügel.
Station durchfahren wir, da wir im RE sitzen, den relativ neuen Haltepunkt Wackershofen. Hier werden in einem Freilichtmuseum historische Gebäude ausgestellt. Eines davon ist das besagte Empfangsgebäude von Kupferzell, das nun direkt neben der Hohenlohebahn steht. Etwa 50 Kilometer seit Heilbronn, die der Regionalexpress in etwa einer Dreiviertelstunde zurückgelegt hat, erreichen wir den Bahnhof Schwäbisch Hall. Halten die Züge in beiden Richtungen am Hausbahnsteig von Gleis 1. Das Gleis 2 liegt zwar noch und hat auch noch Signale, ist aber ziemlich zugewuchert, da es nicht mehr genutzt wird. Der Bahnhof liegt nah am Stadtkern. Man kann in 10 Minuten die bekannte Kirche St. Michael erreichen. Auf der Treppe vor der Kirche finden Freilichtspiele statt. Die Innenstadt und der Bahnhof werden durch den Kocher getrennt. Insgesamt leben heute in Schwäbisch Hall mehr als 38.000 Menschen.
fahre nun zu einem weiteren Bahnhof von Schwäbisch Hall, der Bahnhof Schwäbisch Hall Hessental. Dazu müssen wir ordentlich an Höhe gewinnen. Dafür überfahren wir die Kocherbrücke, sowie durchfahren den Thurauer und den Hessenthaler Tunnel. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir unsere nächste Station, Schwäbisch Hall-Hessental. Unser Zug fährt in Schwäbisch Hall-Hessental nach einem kurzen Aufenthalt zum Aus- und Einsteigen weiter nach Kreisheim mit Halt in Eckershausen ins Hofen. Ihr nächster Anschluss in Schwäbisch Hall-Hessental, RE nach Stuttgart Hauptbahnhof um 11.14 Uhr vom Gleis 3 direkt gegenüber. Wir verabschieden uns von den in Schwäbisch Hall-Hessental aus- und umsteigenden Fahrgästen. Wir wünschen Ihnen noch eine angenehme Weiterreise sowie einen schönen Tag. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Westfrankenbahn. Auf Wiedersehen. Stadtbahnhof gelegene Bahnhof Hessental zweigt die elektrifizierte Murbahn aus Stuttgart ein. Unser Regionalexpress erreicht den Bahnhof zur Minute 58 an Gleis 2. An Gleis 1 kommt ihm ein Gegenzug aus Kreisheim entgegen, wohingegen an Gleis 3 schon ein Regionalexpress nach Stuttgart wartet, der eine Viertelstunde später abfährt und somit auf Anschlussreisende von Kreisheim und Heilbronn wartet. Zur jeweils anderen Stunde begegnen sich hier zwei Regionalexpresszüge der Relation Stuttgart-Nürnberg. Von ihnen aus besteht dann hier immer Anschluss an die Regionalbahn nach Öhringen. Regionalexpress Stuttgart-Nürnberg und der Regionalexpress Heilbronn-Kreilsheim besteht auf diesem Abschnitt einen Stundentakt. Die AEs Stuttgart-Nürnberg sowie Stuttgart-Schwäbisch Hall-Hessental werden aus N-Wagen und E-Loks der Baureihe 111 gebildet. Momentan erfolgt jedoch die Umstellung auf Doppelstockwagen. Gegenüber dem Empfangsgebäude findet man ein Plakat, das auf die Probleme der hohen Nullbahn hinweist. Wäre die Strecke besser ausgebaut und elektrifiziert, so könnte man beispielsweise Fernverkehr der Relation Nürnberg-Karlsruhe über die Strecke fahren lassen. Dies wäre vor allem aufgrund der Konkurrenz durch die parallel verlaufende Autobahn A6 von Vorteil. Ob daran die Investition in Stuttgart 21 schuld ist, wage ich stark zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz fahren wir weiter mit unserem Regionalexpress auf der elektrifizierten und ausgebauten Strecke nach Kreisheim. Sehr geehrte Fahrgäste, das Zugteam der Westfrankenbahn begrüßt die zugestiegenen Fahrgäste im RE. Hondo Express auf der Fahrt nach Kreisheim und umstehen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt, Kaufhausen in Zofen. Im nächsten Halt legen wir nun in Eckartshausen, einen Ortsteil der etwa 6.400 Einwohner zählenden Stadt Ilshofen ein. Da
daher heißt der Bahnhof auch Eckartshausen-Ilshofen. Nun beschleunigt unser 628 zum letzten Mal auf seine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Diese kann er hier, wie auf beiden Teilen der Ruhrbahn, ausfahren. Jetzt hören wir noch einmal die vertraute Stimme unseres Zugbegleiters. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir die nächste Station Kreuzheim. Unser Zugfahrt endet dort. Fahrgäste, bitte steigen Pferde aus. Ihre nächste Landung ist in Kreuzheim, IC 2065 nach München Hauptbahnhof. Über Ansbach, Nürnberg, Augsburg um 11.25 Uhr kommt Gleis 4 direkt gegenüber. RE nach Aschaffenburg Hauptbahnhof über Satteldorf, Lauda, Wertheim, Miltenberg um 11.31 Uhr vom Gleis 2 und RE nach Ulm Hauptbahnhof über Ellwangen um 11.52 Uhr ebenso vom Gleis 2. Bitte achten Sie in Kreuzheim auch auf Ansagen und Aushänge am Bahnsteig. Das Zugteam der Westfrankenbahn verabschiedet sich von Ihnen, wünscht Ihnen noch eine angenehme Weiterreise sowie einen schönen Tag. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Westfrankenbahn. Auf Wiedersehen. Wie schon vom Zugbegleiter gesagt, besteht in Kreuzheim Anschluss zum Intercity über Stuttgart nach Karlsruhe bzw. Nürnberg, zu Regionalexpresszügen Richtung Aschaffenburg und Ulm sowie zu einer Regionalbahn nach Würzburg. Weitere Informationen zum Zugverkehr sowie zur Stadt Kreuzheim erfahrt ihr in einer weiteren Doku von mir. Film über die Hohenlohebahn bzw. den Regionalexpress Heilbronn-Kreuzheim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über Verbesserungsvorschläge und Feedback in den Kommentaren würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.